auch über die aktuellen Krisen und die gemeinsamen Initiativen, die wir ergreifen können. Und das macht auch die Stärke unserer Beziehungen aus. Das haben wir während der gesamten Zeit gemacht. Jardina hat arbeiten wir nun an der schrittweisen Aufhebung der Grenzkontrollen an den Außengrenzen des Schengen-Raums und der EU ab dem 1. Juli, wie die Kommission das vorschlägt und wie wir das auch beide vorgeschlagen haben. Natürlich immer abhängig vom Infektionsgeschehen. Meine Reise nach Berlin kommt darüber hinaus nur kurz vor Beginn der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Im zweiten Halbjahr 2020. Das deutsch-französische Tandem behält nach wie vor diese Motorwirkung bei und die Fähigkeit, sich zu erneuern, sich neu zu erfinden und das immer im Dienste Europas. Die kleine Revolution, die die Initiative von französischem Präsidenten und Bundeskanzler vom 18. Mai ist das lebendige Beispiel dafür. Ich habe Heiko der vollen Unterstützung Frankreichs für die Präsidentschaft versichert, denn wir haben das gleiche Ziel. Das Ziel, dass Europa die aktuelle Krise